Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tillerhand. Heute bin ich mal wieder für euch im MOP Remix unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Video. Diesmal nur einen ganz kleinen, kurzen Tipp. Und zwar habe ich mir ein kleines Makro gebastelt, das vielleicht dem einen oder anderen von euch auch helfen kann. Es geht um die Thematik mit den ganzen Steinchen. Wir haben ja hier quasi Sockelsteine, die wir aufwerten können, indem wir sie quasi einmal anklicken und dann die nächsthöhere Version erschaffen. Ich fand es tatsächlich immer ein bisschen nervig, das alles per Hand einmal anzuklicken. Deswegen habe ich mir ein Makro gemacht, das automatisch, wenn ich das jetzt hier anklicke, versucht, alle Steine umzuwandeln. Und ich muss nur noch einen Button drücken, den habe ich mir auch gebindet. Also ich muss es dann quasi gar nicht mehr drücken, sondern kann dann halt mit einer Taste das machen. Ne? Und wie ihr seht, wandelt das nicht nur die roten Steine, sondern auch die blauen Steine um. Jetzt hier auch noch die gelben Steinchen. Und sobald es mit den kleinen Steinchen quasi durch ist, also mit der ersten Version, wandelt es die größeren dann um. Ja? Also dann wandelt es quasi die blauen in die epischen um. Also dann müssen wir jetzt mal kurz warten, bis ich quasi mit denen komplett durch bin. Klicken müsst ihr natürlich trotzdem jeweils immer noch einmal, ne? Das bleibt auch hier spart. Aber ihr seht, jetzt haben wir hier auch gerade einen in eine epische Version umgewandelt. Und ja, da kann ich euch gleich mal zeigen, wenn wir jetzt hier mit den Dingern durch sind, wie das am Ende aussieht, was ich da zusammengebastelt habe. Jetzt haben wir sogar auch noch einen in einen legendären umgewandelt. Und jetzt ist halt Ende im Gelände, ne? Jetzt haben wir halt alle grünen in die blauen umgewandelt, alle blauen, die gehen in die epischen. Und leider ist das Makro nicht lang genug, dass ich auch alle epischen in legendäre umwandeln kann. Also manche müsst ihr dann noch per Hand drücken, aber zumindest ist es schon mal eine kleine Hilfe. Also man braucht es jetzt, denke ich mal, nicht unbedingt, aber vielleicht für den einen oder anderen ganz nett. Deswegen dachte ich, mache ich das Video. Was steckt denn im Makro drin? Naja, es ist halt einfach, sind Use-Befehle, und zwar Use und dann Item mit einer Item-ID. Mit All the Things kann man sich das einstellen, dass man die ganzen Item-IDs sieht. Und ich habe halt erst die ganzen kleinen Steine oben reingeschrieben. Die macht dann nämlich, arbeitet es immer von oben nach unten ab und dann die blauen und als nächstes dann quasi die epischen unten rein. Und so ein kleiner Tipp noch am Rande, während ihr die Steine umwandelt, könnt ihr euch bewegen und ihr könnt sogar Fähigkeiten wirken. Das war jetzt natürlich nicht so clever, dass ich die alle schon... Ah, warte mal, ich kann es euch zeigen. Ich kann jetzt hier zum Beispiel Fähigkeiten wirken und einen Stein umwandeln. Ne? Jetzt wandeln wir den Stein um und nebenbei kann ich die Viecher töten. Das wissen vielleicht auch viele nicht. Theoretisch, wenn ihr jetzt ganz faul seid, dann splittet ihr das Makro in zwei, nehmt eine Fähigkeit raus, nehmt irgendeine Random-Fähigkeit, die ihr öfter im Kampf drückt, und packt das dann mit rein. Ich glaube, es dürfte kein Cast sein. Das geht, glaube ich, nicht. Aber jetzt Melee-Angriff oder so müsste eigentlich funktionieren. Also das könnte man theoretisch auch noch machen. Warte mal, wenn ich jetzt hier... Na gut, jetzt habe ich so viel Tempo. Ich glaube, das geht nicht. Also ein Cast geht, glaube ich, nicht zusammen, aber zumindest Ding. Ich werde euch das Makro unten reinpacken. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Alternativ kann man bei dem Makro auch den... Namen der Steinchen einfügen. Ich finde aber, es ist besser mit der Item-ID aus zwei Gründen. A ist die kürzer und B könnt ihr, egal welches Sprachpaket ihr quasi verwendet, dementsprechend das mit allen benutzen. Also auch wenn ihr einen englischen Client benutzt, Item-ID ist quasi in jeder Sprache gleich. Juti, das war es eigentlich schon. Wie gesagt, jetzt nur ein kurzes kleines Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen hilft's. Ich packe euch das Makro unten rein und ja, dann viel Spaß damit. Euer Tillerhand, bis zum nächsten Mal. Ciao.